So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario 64 DS. Wir spielen heute gemeinsam ein paar Minispiele. Ja, ich hoffe, das mit der Kamera ist okay so für euch. Besser habe ich es jetzt nicht hingekriegt. Aber ja, wird schon passen. Ja, freut mich auf jeden Fall wieder, dass ihr eingeschalten habt. Ist ja ganz klar. Übrigens werden wir die Minispiele nur ein bisschen anspielen. Das heißt, ich versuche gar keine großen Rekorde aufzustellen. Da 5 habe ich jetzt erreicht. Das reicht mir eigentlich auch schon. Und deshalb würde ich sagen, gesucht, gefunden, haben wir erfolgreich gemeistert und wir können zum nächsten Minispiel. Das heißt, liebt mich nicht? Fragezeichen. Hier können wir einfach solche Blumen pflücken. Kennt man ja. Und ich werde geliebt. Ja, das Minispiel ist natürlich ein bisschen komisch. Okay, jedenfalls, jetzt kommt Buhus Versteckspiel. Ja, da wird dann das Licht ausgeschalten. Wir müssen hier diesen Geist finden, sag ich mal. So, genau. Geschafft. Okay. Und da sind auch zwei, okay. Der eine dürfte hier irgendwo sein. Und der eine da. Okay. Passt. Nice. Damit habe ich auch das zweite geschafft. Okay, und jetzt kommen drei. Ich würde sagen, das ist die letzte Runde. So, wo sind die denn? Da ist Nummer 2. Schade. Okay, aber ja gut, da habe ich jetzt eh verloren. Game over. Naja. Was soll's? Beenden. So. Dann kommt ein Spiel, was ich wirklich hasse, Puzzlemanie. Das check ich überhaupt nicht. Ihr seht auf dem oberen Bildschirm das, was wir erreichen müssen. Und das müssen wir. Ja gut, das war jetzt Zufall, aber wie gesagt, keine Ahnung, wovon das Ganze abhängt. Da hier müssen wir jetzt auch wieder alle Felder ausfüllen. Keine Ahnung, wie das geht. Ja. Das ist gerade. Das ist gerade einfach nur Glück. Ja. So vielleicht? Nein. So? Auch nicht. Und so? Auch nicht. Naja, Game over. Was soll's denn? So, beenden. Und jetzt kommt. Oh, das Spiel war toll. Der Ton macht's. Jetzt müssen wir auf den Ton achten. Ich stell mal ein bisschen lauter weiter. So. Okay. Nein, das war's nicht. Jawohl, die zwei. Okay, nice. Und die zwei noch. Geschafft. Nice. Okay. Yoshi? Hä? Okay, die zwei passen. Nice. Also, das Spiel mag ich definitiv mehr. So. Jetzt sind es schon 8 Kisten. Nein. Nein. Mist. Aber das hatten wir schon mal. Das war jetzt leider meine Dummheit. Aber mein Rekord ist 4. So. Dann. Oh, das Spiel war auch wieder toll. Wo ist er? Das ist jetzt so
Wie mit diesen Eimern, das kennt ihr bestimmt, und man muss den Gegenstand finden, oder in diesem Fall Yoshi, der unter diesem Wüstenstein ist. Er ist hier, so. Das mag ich sehr. So, okay. Bei solchen Spielen muss man sich natürlich auch immer ein bisschen konzentrieren, aber ja, bisher geht's ja eigentlich noch. Okay, er ist in der Mitte. Wieder. Okay. Dann kommt jetzt ein zweiter Yoshi dazu. Okay. Und wo ist der blaue Yoshi? Hier, oder? Ja. Nice. Es läuft ja gut. Okay. Den grünen habe ich im Blickwinkel, aber den blauen. Wo ist der blaue? Hier? Nein. Schade. Naja. Aber es wird auch immer fieser. Okay. Hier. So, aber weil wir 5 komplett haben, würde ich sagen, beenden wir das Ganze mal. Dann kommen wir zu welcher Wiggler? Da müssen wir irgendwie das Muster erkennen, das passende, was ich so gar nicht kann. Das hier vielleicht? Okay. Es war aber mehr Glück als Verstand. Das dürfte der hier, oder? Nein. Hä? Schade. Wie gesagt, ich kann das Minispiel nicht. Naja, was soll's. So, beenden. Und zum nächsten. So. Das heißt übrigens, Grimassen ziehen. Das war ganz cool. Ups. Weiter. So, okay. Und Luigi und Mist. Okay. Dann Wario brauchen wir und nein, ich vertipp mich immer. So, Mario, zack und zack. Nein, na. Zack. Ah. Ja. Verkackt. Naja. Aber das ist auf jeden Fall ganz lustig. Beenden. So. Und dann kommt Puzzlepanik. Das ist wie Puzzlemanie, nur noch schwerer, wie ihr hier seht. Also, keine Ahnung, du. Nee. Keine Chance. Keine Chance. Sowas kann ich halt nicht. Naja. Ihr seht, ich hatte noch nie einen Punkt. Aber jedenfalls, das waren jetzt Yoshis Minispiele. Und weiter geht es mit Marios Minispielen. Die wollen wir in dem Part auch noch machen. Und das heißt, es wäre dann hier jetzt der vorletzte Part. Wir müssen übrigens gucken, dass er in den Stern reinkommt. Okay. Hier müsste noch mal ein Strich hingezeichnet werden. So, genau. Und jawohl. Dann kann er gemütlich in den Stern rein. So. Nice. Okay. Dann kommt das so. Okay. Nein. Schade, schade. Naja. Wenigstens 4 Punkte. Wenigstens 4 Punkte. So. Ach ja, hab ich überhaupt geguckt, wie das Minispiel heißt vorher? Ne, mo Moment mal. Das habe ich euch noch nicht gezeigt. Marios Rutschpartien. So.
So hieß das Minispiel. Also gut. Und jetzt spielen wir Freier Fall und Hüpfer. So, genau. Hier müssen wir jetzt nämlich auf diesen Shy Guys landen. Und wenn er nicht richtig landet, sag ich mal, dann immer tippen, dass er wieder hochspringt. So, jetzt zum Beispiel. Okay, der dürfte landen, jawohl. Geschafft. Nice. Dann sind die jetzt ein bisschen anders positioniert. Und wieder dasselbe. So. Okay. Der. Okay. Und nur noch einer. Nice. Nice, nice, nice. So. Da, jetzt sind sie im Dreieck positioniert. Und der eine fliegt sogar rum, wie ihr hier sehen könnt. So, okay, da habe ich zwei auf einmal gekillt. Nee. Ah, Mist, ich habe den einen fallen lassen. Scheiße. Und, ja, ich würde sagen, gehen wir gleich zum nächsten Minispiel, ne? Weil das habe ich euch jetzt auch gezeigt. Wir haben jetzt 3 Sternchen bekommen. So, und beenden. Und dann auf zum nächsten Minispiel. Oh, das habe ich geliebt, zum Explodieren. Oh, das ist mein Lieblingsminispiel, würde ich fast sogar behaupten. Ihr seht, wir müssen hier die... Oh, die... Ist die Kamera wieder scharf? Nee, die ist unscharf. Wartet mal, Leute, bis gleich. So, okay, da bin ich wieder. Jetzt dürfte die Kamera in Ordnung sein. Yo. Keine Ahnung, wieso die plötzlich unscharf war. Ich hoffe, ich habe es noch recht früh bemerkt. Nicht, dass irgendwie, dass ihr die ganze Zeit verschwommen seht. Naja, wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. So, genau. Okay. Dann das hier. So. Das Minispiel mag ich einfach. Da muss man gucken, dass man das nicht falsch zusortiert, die Bomben. So. Und da kommen immer mehr auf einmal. Weshalb es natürlich gut sein kann, dass man mal was verwechselt. So. Dann das hier. So. Zack. Zack. Komm her. Okay. Da explodieren sie gerade mal. Und unser Score ist... Du, du. 43. Kann man, denke ich mal, so nehmen. Mein Rekord ist 71, wie ihr oben seht. So, und jetzt kommt das Spiel auf und ab und ab und auf. So, da müssen wir jetzt immer solche Trampoline zeichnen für Mario, dass er in diese Tür reinkommt. Ist es eine Tür? Ah, oh Gott. Ah, nein, nein. Puh, und das da unten ist praktisch nur ein Trampolin zur Not. Aber, nein. Oh, ich bin so dumm. Nein. Ich bin einfach zu blöd, Alter. Was ist denn hier los? Jawohl. Okay. Nice. Aber ich darf keinen Fehler mehr machen. Score 5. Und Score 6. Jetzt machen sie wieder oben auf. Alles klar. 7. Nein. Gott. Nein. Nein. Scheiße. Nein. Oh. Naja, 7 wenigstens. Naja. Passt schon. Jetzt kommt jedenfalls das Spiel Panzerschaffel. Und die Kamera ist schon wieder unscharf. Sag mal, was ist denn hier?
Ich weiß echt nicht, was da heute los ist. So. Passt schon. Ja, hier müssen wir jetzt mit dem Panzer in dieses Feld da rein, praktisch. Hä, wieso sind das 0 Punkte? Der ist doch eindeutig im Blauen drin gewesen. 100 Punkte? Okay. Wohl, 200. Und... nein, schade. Da habe ich jetzt ein bisschen Scheiße gebaut. Naja. Kann mal passieren. Und jetzt kommt das Ganze nochmal in schwer. Mario und die Fly Guys. Das ist wieder die schwierige Version. Beziehungsweise, das ist jetzt, glaube ich, die unendliche Version, sag ich mal. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hier, ihr seht, hier spawnen immer wieder neue. Also praktisch unendlich. Und da kann man, kann man sein Highscore aufstellen. Ah, Mist. Nein. Da habe ich echt Scheiße gebaut. So. Okay, und dann kommen wir auch schon zu den letzten drei Minispielen. Kopflose Charaktere. Ja, hier müssen wir jetzt... Das ist jetzt so ähnlich wie bei dem... Das mit dem Stern vorher. Nur mit Yoshi und Mario Köpfen und Körpern. So, die zwei passen. Dann hier nochmal eine Linie. Okay. Jawohl. Du, 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 du. Das dann kommt der hier. Ist das so richtig? Keine Ahnung. Nee. Nee, ich habe komplette Scheiße gebaut. Naja. Naja. Was soll's denn? Du, 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 du. Dann kommt jetzt. Panzerknaller? Panzerkralle oder wie? Nee, Spaß. Kennt ihr Panzerkralle? Ist ein guter Kollege und Freund von Basti und mir. Ist auch ein ganz netter. Ich glaube, nächste Woche dürft sogar mal wieder ein Video mit ihm kommen. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. So? Aber, ja, freut euch schon mal drauf. Ich meine, es war nächste Woche. So. Und zwei Panzer haben wir noch. Zack. Den stoße ich jetzt mal so. Okay. Sieht gar nicht schlecht aus, meine Punktzahl. Und zack. Der hier noch. So. ...9.900. Schade, die 10.000 hätte ich noch gern. Aber kann man halt nichts machen. Und das letzte Minispiel, Leute, ist... ...Trampolin-Terror. Ja, das ist auch wieder mit so Trampolin, aber wir müssen jetzt praktisch in diesen Ringen landen. Und nicht in solchen Türen. So. Komm. Okay, 100 haben wir, 200. Und, oh, komm, hol dir den Punkt noch. Mario, los. So, jawohl. Okay. Nice. Okay. Ah, Mist. Da habe ich das Reserve-Trampolin benutzt. So. Jetzt kommt auch noch ein zweiter Mario dazu. Das macht's gerade auch nicht einfacher, natürlich. Komm. Los. Ah, Mist. Oh. Was ist denn das hier? Okay. Ha, Mist. Nein. Oh.
Oh, Mist. Oh, nö. Ah. Ah. Gott. Nein. Okay. Okay. Nein. Nein, fall da nicht durch. Oh Gott. Alter. Nein. 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 Naja. Wenigstens 2000 Punkte. Aber Leute, dann würde ich sagen, das ist mein Highscore. Cool. Dann würde ich sagen, das nächste Mal und wahrscheinlich auch das letzte Mal spielen wir die Minispiele von Luigi und von Wario. Habe ich zumindest vor. Ja, aber wer den Part bis zum Schluss verfolgt hat, schreibt mal Hashtag Minispiele in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich auch über sonstige positive Bewertungen freuen. Und dann danke ich auch schon wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.